Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf den Frühling von Kalle, den Ultramapper. Ja, ich habe hier mal gerade so ein bisschen umdisponiert. Ich habe hier den Rinderstall hingesetzt, ne? Dass wir hier im Winter die Rinder reinstallen können. Ich habe hier die Scheune weggemacht. Kalle, verzeih mir bitte, aber ihr passt hier so hin, ne? Von wegen der Laternen und so. Und dann haben wir hier unsere Mistplatte. Können hier wieder selber misten. Wahrscheinlich werden da Bullen reinkommen. Aber, wir können es auch erst als Rinderstall nutzen, ne? Bis wir dann Bullen wieder züchten können. Hab den Mistträger reingesetzt. Ich finde, das ist hier hinten echt eine coole Sache, ne? Wir müssen dann auch im Winter Schnee schieben, weil wir immer hier schön mit dem Futtermischwagen hin müssen, ne? Da haben wir im Winter immer ordentlich was zu tun. Hier hinten passt auch. Das passt ja nämlich wie Arsch auf Eimer. Einen anderen Stall konnte ich hier leider nicht hinsetzen, deswegen diesen hier. Und wir haben unseren Rinderstall wieder, ne? Das war mir schon irgendwie wichtig, dass wir den auch wieder mit dabei haben. Druck! Ist ja eine coole Sache. Sagen wir, wie es ist. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir haben ja auch noch andere Sachen zu tun, ne? Schickalam, ich bin allein gefahren, ne? Dann kannst du auch mal Scheibe auflassen. So ist das aber ganz cool, oder? Sag doch mal, ich finde das cool. Hier haben die so einen kleinen Unterstand. Wir könnten natürlich hier so ein bisschen Dreck reinmalen, ne? Und schmeißen dann eine Strohballe hin. Das sieht dann schöner aus. Oder? Machen wir eben hier Ü. Gib mir mal so eine alte Balle hier. Ne, ich will nur eine Balle. Quaderballe. Danke. Das sind eben hier anmachen. Malen hier eben unten drunter so ein bisschen. Jetzt hat er mir Gras gespawnt, der Bienenpflücker. Das will ich doch gar nicht. Ich wollte Stroh, man. Oh, das muss ja auch wieder sein, ne? Nicht aufgepasst. Nee, Stroh. Ja, eine brauche ich dann nur von. So, dann malen wir hier eben kurz so ein bisschen drunter. Malen. Wir nehmen hier einfach Dreck, ne? Nur ein bisschen. Na, du kleiner Scheiße. Da kommst du direkt an, wenn ich hier im Laden bin, ne? So. Wir legen die da direkt zum Stroh gelegt hier. Hier so als Tarnung. Weißt du? Ich finde, das sieht gar nicht schlecht aus dann. Ein bisschen was fürs Auge, ne? Der Kalle, der macht hier immer so einen Top-Job, aber so fürs Auge, finde ich, ist das schon cool. Das simuliert dann so einen kleinen Unterstand, ne? Gefällt dir das hier? Sag mal. Ist so ganz gut, wer? Hier kannst du dich zu Hause fühlen, ne? Ja, ja, guck mal, geh mal da hinten fressen. Guck mal, der schläft ja auch in Gras, du. Oh, ich bin da voll drüber gelatscht, ne? Kannst auch reingehen, doch. Da ist gemütlich. Ist auch Stroh da. Geh da mal schlafen. Sicher ist sicher. So, guck, das passt so. Doch, das finde ich gut. Gefällt mir. Gefällt mir. 500 Folgen, ne? Heiliges Blechle. Schaffen wir. So, du da unten. Du kommst aus. Wir müssen mal zum Händler. Ich glaube, wir müssen aber auch einen Dreschkasten wieder abtanken, ne? Der müsste auch fertig sein. Wenn wir eben Bollenwagen ran organisiert. Damit wir den schon mal mitnehmen können. Weil da müssen wir auch rein theoretisch umhängen, ne? Ja, grüß Yogi, wenn er ihn fährt. Moin. Ne? Fährt das Auto und nix unter der Haube, ne? Kommt nicht jeder so ein Schlepper vor wie wir hier. Da brauche ich gar nicht blinken, oder? Müller und Schmidt.
Und doch, Herr Müller, wie sieht's aus mit dem... Oh, Helgerlein, hast du schon Bollwagenrennen organisiert, Helgerlein? Spricht nicht mehr mit mir. Weiß auch nicht, warum. Auch nicht mehr. Der Helge hat keinen Redebedarf mehr, ne? Ach, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja gar nicht. Ist ja gar nicht. Ist ja gar nicht. Wir müssen den nehmen. Ne, machen wir die drauf. Machen wir die Rutschereifen drauf. So wollen wir das. Kaufen. Okay. So, haben wir den auch schon mal ran organisiert. Das läuft. Können wir den direkt mitnehmen? Wir müssen ja Schlepper tauschen, ne? Abflug. Was wollen die alle hier bei den Händen? Haben die irgendwelche Verträge oder so? Die Nachbarn, die müssen ja richtig fett im Business sein. Hat die hier auch noch ein Bahnhändler sein? Was? Oh, die Hackengas? Nur moinig. Das läuft, das läuft. Dass die Leute da wieder lang strunkeln, ne? Kannst gar nicht vernünftig arbeiten da. Wir wollen nur zwei Bahnen. Komm, ich stell den eben auf die große Ecke. Wenn wir nicht so der Grande der Malöner hier mit umbauen. Umräumen und so, weißt du? Safety first. Ja, das läuft hier, ne? Ungelogen. Aber jetzt steht er schon wieder rum. Ja, die ist wahrscheinlich fertig, oder? Kann ich jetzt auch wieder normal einsteigen? Jetzt habe ich da einmal CP angehabt, jetzt geht das nicht mehr, oder was? Steig mal aus. Steig mal wieder ein. Ich könnte kotzen, ne? Ich will da einsteigen. Ach, jetzt geht's wieder. Guck mal, guck mal. Gewusst wie? Eigentlich wollte ich das ja nicht machen, aber... Dann ist er fertig, ne? Zu viel Schwung drauf, wa? So, letzte Born hier mir weggehopselt, ne? Dann läuft das da auch. Und dann können wir den nämlich auch gleich schon wieder umsetzen. Ne? Können wir hier binnen durch so fahren? Ohne extra umhängen. Wir müssen ja nur nach dem Hof hin, ne? Ja, nur, ist gut. Ja, hier müssen wir schon nicht umhängen. Denn so nichts anderes übrig bleiben. Wohl wegen ist nicht so günstig, ne? Da hängen wir gleich eben um. Ja, aber das ist dann auch mal hier erledigt, die Riesenecke, ne? Das ist ganz cool. Wie machen wir denn hier hin? Dann kommen wir schon eine Gäste oder Weizen hin, ne? Irgendwas vom Biegen müssen wir hier sehen.
damit der Laden rennt. Ist nicht so einfach, ne? Aber halb so wild. Oh, schon ohne Raps zusammen, ne? Oh, das ist ja auch nicht zu verachten. Zwei Wagen fest. Dann lohnt schon. Legen wir gleich fix um. Dann können wir mal nächstes Mal das Stroh vorne von der Fläche holen. Das ist ja auch ganz gut. Dass wir da safe sind, ne? Guck mal. Wir haben auch schon Chico Hawken hinter dem Herrn. Rückig zückig. Rückig zückig. Wenn ich jetzt was sehen würde, wäre ich echt der Held hier. Fahr mal vorwärts, bitte. Schmeiß mal einen Rückwärtsgang rein. Wo ist denn der Verkehr? Der kommt gar nicht mehr, weh? Wir weggegrätzt. Vergnotzt doch mit dem Verkehr wahrscheinlich. Guck mal, das läuft ein bisschen. Echt tutti. Wollen wir ihn hier an. Ich habe gar keinen Stein hinten dran, ne? Na egal, soll so gehen. Muss so gehen. Opa! Hombre! Langsam! Warum habe ich das so was von gewusst? Stapeln ist nicht schön, ne? Die sind auch voll Schiete gestapelt. Lauf mal so ein paar Quaderballen. Ja. Wir hätten den Dreschkasten angelassen, der macht voll Krach. Müssen wir eben umfahren. Ich wollte ihm ein Bild haben. Druck! Aus. Viel zu laut hier. Das ist alles Gasolin. Das können wir uns ja gar nicht leisten. Mein Quaderbahn, ich bereue es jetzt schon wieder. Mach Quaderbahn, ist einfacher. Was ist denn der? Das ist einfach. Upsi!
gut, dass wir nur einen Reserver haben. Die müsste aber gut liegen. Bleib mal bitte da oben drauf liegen, ja? Das wäre echt total lieb von dir. Dann schließe ich dich auch heute Abend in meine Abendgebete ein, die ich nie durchführe. Mal wegen Vergessen und so. Ja, das passt. ...8250 Liter sind da drin, ey. Das ist ja viel. Sackvieh. Nicht sackstark, Sackvieh. Ich muss mich echt konzentrieren bei Quarterball, ne? Der ist nicht normal. Bei Rundball geht er dir düpp, 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 düpp. Bei Quarterball muss immer Cookie Cookie machen. Gut, dass wir so einen schönen Kronen Emsland haben. Läuft. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierhin. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, stapel ich den dann noch drauf und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!